Vielleicht müssen wir das Schloss zum Kochen auch gar nicht verlassen. Ich glaube, ich hatte doch noch hier so einen, genau, so ein Feuerschwert. Hatten wir doch noch hier. So, was haben wir Schönes? Lasst uns gerade eben aufräumen. In die Hand. Gerade mal gucken, was das Schönes gibt. Ich glaube aber, ich hatte schon Gerichte gekocht. Lasst mich gerade mal gucken. Ja, hatte ich. Maxi Wildgemüse. Plus 17 Herzen. Und das Ganze zweimal. Okay. Also, wir können eigentlich weitergehen. Wir sind jetzt ein bisschen weiter oben im Schloss Hyrule. Gehen jetzt hier die Treppe runter und kommen dann zum Übungsplatz. So, das ist dieser hier eben. Der Übungsplatz ist diesmal nicht öffentlich irgendwie im Freien. Wie wir es draußen irgendwo mal gefunden haben, sondern wirklich hier, ja, vor Ort. So. Und da liegt bereits eine Truhe. So. Ich glaube, wir kriegen Blutmond, oder? Wird sich sehr gut treffen sogar. Weil dann könnten wir die Leuen noch mehr herausfordern. So. Leibwachenstiefel. Ja, ich gebe zu, ich bin schon ein bisschen herumgestiefelt währenddessen. So. Verrosteter Schild. Dann ziehen wir die Stiefel jetzt auch noch an. Fehlt jetzt nur noch dann die, ja, Mütze. Oder wie soll man dazu sagen? Und diese Mütze ist eben oberhalb vom Thronsaal. Bedeutet also da, wo der finale Kampf dann auch losgeht. So, ich glaube, hier können wir nicht... Nein, hier können wir nicht raus. Shit. Hier können wir nicht raus, aber es wäre... Was? Doch, wir müssen nochmal die Leunen dann herausfordern. Um das Garten des Leibwachen-Set halt eben nochmal ein bisschen aufzurüsten. Müssten wir gucken, was wir brauchen für Utensilien, für Materialien. Das könnte man ja aber in Erfahrung bringen. Wird langsam ernst, ne? Heute Abend werden wir Garno noch nicht besiegen, aber morgen dafür. Morgen sollten wir wohl in der zweiten Folge dann, am Wochenende kommen ja immer zwei Folgen, sollten wir dann vor Garnon stehen. So, sehr gut. Wir kommen hier raus. Die Musik ist auch so episch. So. Lasst uns gucken. Die Tears of the Kingdom Nintendo Switch OLED-Version kam übrigens. Habe ich abgeholt. Mega cool. Hatte ich ganz vergessen in der letzten Folge zu erwähnen. Was mich dann wieder so geärgert hat, dass... Ja, ich... Eigentlich bin ich nicht der Mensch, der sowas macht. Aber ich habe mit der Pokémon-Version von der Nintendo Switch OLED... mich echt so geärgert. Ich habe die erste Lieferung bekommen und die war halt beschädigt. Die hatte auch einen größeren Riss und eingedrückte Stellen in der Packung. Ich finde, sowas geht halt überhaupt nicht. Habe ich dann auch retourniert und habe dann, ich glaube, der dritte Anlauf war es, wo diese Version wirklich im tadellosen Zustand war. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der auch gerne Sachen bestellt, aber muss sagen, ich habe mehr Glück, wenn ich die hier im Handel vor Ort kaufe, tatsächlich. Also da wird wirklich noch mehr drauf geachtet. So, der Leuen müsste doch eigentlich wieder da sein, oder? Naja, nee, aber es ist er nicht. Die Tears of the Kingdom Version habe ich auch hier im Ort geholt, beim Mediamarkt. Und da arbeiten zwei wundervolle Menschen.
Er hat extra geschaut, ob die in Ordnung ist oder ob er noch irgendwie eine im einem Bestand hat. Und hat halt so die beste rausgesucht, weil da waren schon noch zwei wohl, die irgendwie bestellt hatten, aber die dann doch nicht haben wollten. Und naja, dann hatte er das gewechselt. Das fand ich total klasse. Weil ich bin da halt so ein bisschen, ja, penibel, pingelig. Eigentlich schon, ja, ein bisschen krank, aber egal. Wenn ich was kaufe, dann will ich das auch in einem einwandfreien Zustand haben. So, haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Ich will jetzt nichts übersehen, deswegen laufe ich jetzt hier einfach mal ein bisschen quer durch die Gegend. Naja, aber jetzt habe ich eine Nintendo Switch in der Tears of the Kingdom Edition. In tadellosem Zustand, kein Riss, keine eingedrückten Ecken, gar nichts. Also wirklich wundervoll. Ich bin so dankbar und so happy gewesen, als ich sie abgeholt habe. Und kann es kaum erwarten. Ich habe doch schon die ganzen Daten verschoben. Ich spiele jetzt auch gerade schon auf der neuen Switch mit euch. Und kann es wirklich kaum erwarten auf den 12. Mai. Tears of the Kingdom. Bin gespannt, ob alles gut geht. Ob auch alles zugestellt werden kann. Ob Mediamarkt vor Ort wieder meine Lieferung auch rechtzeitig bekommt. Ich hoffe schon. Weil wenn man das Ganze auf YouTube halt auch hochladen will, dann ist das schon nochmal ein Ticken wichtiger, dass dann auch dementsprechend alles pünktlich da ist, man die Videos rechtzeitig machen kann und sowas. Bei welchem Spiel war das denn? Da hatte ich Glück, das hatte ich das sogar einen Tag vorher. Ich weiß es aber jetzt gerade auch nicht. War auch ein Spiel, das hatte ich auch vorbestellt und das konnte ich mir einen Tag vorher abholen. Ich glaube, es war Skyward Sword. Ich bin mir aber gerade auch nicht sicher. Welches Spiel war das? Kamsin und Purpur waren es nicht. Ich weiß es gerade wirklich. Doch! Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Sparks of Hope ist es gewesen. Das habe ich tatsächlich schon früher abholen dürfen. Einen Tag vorher. So. Okay. Lass uns jetzt die Leibwachen-Set vervollständigen. Yeah. Gott. Das muss irgendwo hier oben sein. Oberhalb des Thronsaals. So. Und da muss man jetzt eben genau aufpassen, dass das auch alles jetzt hier passt, ne? Weil wenn wir jetzt irgendwie falsch reinkommen oder so, dann war es das. Deswegen speichere ich jetzt gerade mal noch ab. Speichern abgeschlossen. Sehr gut. So, nein, wir sind noch in der unteren Etage des Thronsaals. Wir müssen noch eins hoch. So. Und hier müsste das wohl sein. Genau. Hier können wir runter. Nur nicht direkt mitten rein landen. Sonst kriegen wir Schaden. So, Deisel. Leute, wir haben das Leibwachen-Set komplett. Leibwachen-Mütze. Die Mütze der königlichen Leibwache von Hyrule. Sie ist leichter, als sie aussieht und sorgt so für freie Beweglichkeit. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. So, lasst uns gucken. Bestens. Aufladeangriffe bzw. Ausdauer. Ex, die Leibwache, auch noch geschafft. So, und wenn wir jetzt uns noch komplett umziehen. Ich find das gerade voll mega, dieses Set. Wenn wir da jetzt mit Ganon kämpfen, mit den Klamotten, wäre doch episch, oder? Das wär richtig gut. Moment, lass mal gerade gucken. Schade, dass der Köcher jetzt nicht noch dunkel ist. Das wäre jetzt noch perfekt. Das wäre wirklich perfekt. Aber ich denke, dass wir so doch recht gut dem Endkampf entgegenfiebern können. Gucken gerade mal. Da ist der Strahl der Titanen. Das war Medo. Richtig cool. Also, in dem Set gegen Ganon? Ja, doch, ich denke schon. Müssten nur mal schauen,
dass wir das eben dann noch ein bisschen verstärken. Dafür müssten wir jetzt Hyrule eben nochmal verlassen, um das Ganze eben ein bisschen aufzupäppeln. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welche Materialien gebraucht werden. Da oben ist noch ein Wächter drauf, den habe ich ja noch nie gesehen. Aber das hat doch bestimmt mit Sicherheit irgendeinen Grund, warum er da oben drauf ist, oder? Da würden wir draufkommen, wenn wir ganz oben auf der Spitze sind. Ich weiß nicht, können wir hier auch irgendwo stehen drauf? Nein, ne? Der Wächter hat es mir jetzt irgendwie gerade angetan. Da würde ich schon gerne nochmal gucken gehen. Okay, lasst uns zu einer Fee. Hier nach... Quatsch, doch, Taburasa. Da war die eine Fee und dann gucken wir mal, was wir für die Verstärkung von dem Leibwachen-Set brauchen. Lasst uns schauen. Ich hoffe, dass wir jetzt auch noch ein paar Feen bekommen. Um die auch noch mitnutzen zu können. Aber es sieht gerade nicht danach aus, als würden da welche rumschwirren. Nein, natürlich nicht. So. Lomija. Verstärken bitte. Was wird dafür benötigt? Würde mich jetzt mal rein interessieren. Ah, nicht verstärkbar. Okay, also das Leibwachen-Set kann man tatsächlich nicht verstärken. Oh, alle Sachen vom DLC nicht. Das wusste ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Nicht verstärkbar. Ja, dann könnten wir höchstens das Set noch verstärken. Ich weiß nicht, in welchem Set sollen wir Ganon bezwingen? Ich finde das Leibwachen-Set eigentlich genau richtig. So, verstärken bitte. Wir haben noch mehr. Material haben wir auf jeden Fall noch genug. Was ist denn jetzt hier los? Wieso kann ich die Hose nicht mehr verstärken? Antike Feder fehlt mir noch, okay. Wir haben ja einige Wächter noch im Vorhof gefarmt, als wir Hyrule betreten haben, beziehungsweise Schloss, nicht Hyrule. So, was haben wir noch Schönes? Ah, jetzt könnten wir auch noch das hier verbessern. Ich weiß nicht, also Hylia-Rüstung wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ich finde dieses Leibwachen-Set einfach total cool. Weil es halt auch so finster ist. Ich mag ja generell immer so dunklere Rüstungen und weiß ich nicht. Also hat was ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, das machen wir auch einfach. Kann man noch gucken. Hylia Beinschutz. Ich glaube, dass... Oh, wir könnten noch weitermachen. Mit dem Sora-Set, aber das brauchen wir nicht verstärken. Barbarenhose. Ja, das können wir auch noch eben verstärken. So. Dann haben wir nur noch das Sora-Set, ne? Das brauchen wir nicht verstärken. Was ist hiermit? Achso, das ist das, was ich anhabe, okay. Ich meine, guckt's euch bitte an. Guckt's euch bitte an, wie schön es einfach aussieht. Doch, das machen wir, oder? In dem Set? Ich meine, klar, das Hylia-Set ist halt jetzt gerade stärker, ne? Um einiges. Wir haben jetzt hier... Weiß nicht, 18, 12, 12. Müsste man gucken. Ich meine, der Kampf gegen Ganon ist jetzt auch nicht so sonderlich schwierig. Das kommt ja auch noch dazu. Müssen wir jetzt gerade mal gucken. Das habe ich bei der neuen Switch vergessen, Benachrichtigung auszustellen. Das muss ich gleich noch unbedingt machen, bevor wir ins große Finale gehen. Zwei Zeichen der Bewährung. Wir könnten vorher noch ein paar Krogsamen einlösen, die Tasche vergrößern. Und... Achso, was ich noch gucken wollte.
haben wir jetzt die Erweiterung eigentlich komplett, ne? Also alle Sets, genau, das haben wir alles erledigt. Feengewand, uralte Maske und so weiter. So, Prüfung des Schwertes werden wir wahrscheinlich vor dem Release nicht mehr schaffen. Ich möchte, wie gesagt, jetzt nur noch gegen Ganon kämpfen und mich dann in die Ballade der Recken stürzen. Und dann würden wir, ja, einfach noch eine Woche entspannen. Ihr könnt noch die Folgen schön zu Ende gucken und dann würden wir mit Tears of the Kingdom beginnen. Das Unboxing zur Nintendo Switch OLED in der Tears of the Kingdom Variante kommt vermutlich am 1. Mai. So starten wir in den neuen Release-Monat zu Tears of the Kingdom. Und ja, ich freue mich auf den morgigen Tag ganz besonders. Wir werden Ganon bezwingen und besiegen und dann in der nächsten Woche die Ballade der Recken spielen. Also dann mal gucken. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge dann im Schloss Hyrule wieder zurück.